Und damit können wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt schauen. Da geht es um einen Antrag der Linksfraktion mit dem Titel Schulschließungen verhindern. Die Fraktion möchte eben, wie der Titel sagt, verhindern, dass wieder Schulen geschlossen werden. Im letzten Lockdown waren zwischenzeitlich 40.000 Schulen und 58.000 Kitas geschlossen. Über die Folgen, auch die psychischen Folgen, werden wir wohl noch in Zukunft diskutieren. Die Linksfraktion hat nun in ihrem Antrag einige Maßnahmen vorgelegt, was eben diese Schulschließung verhindern kann. Unter anderem fordert sie kostenlose FFP2 oder medizinische Masken. Sie fordert Antigen-Schnelltests und ausreichend Desinfektionsmittel, aber auch niedrigschwellige Impfangebote oder kostenlose PCR-Tests bei Verdachtsfällen. Außerdem schlägt die Linksfraktion vor, dass es an zusätzlichen Orten auch der Unterricht stattfinden kann, zum Beispiel in Museen, Theatern oder Bibliotheken. Als erste Rednerin wird sich auch eine linken Politikerin zu diesem Antrag äußern bzw. Ihnen vorstellen. Das ist Nicole Gohlke aus der Linksfraktion. Die Außenpolitiker werden jetzt hier den Saal verlassen, wie Sie sehen, so dass es jetzt dann noch kurz zur Ruhe kommen. Falls Sie sich gewundert haben, eben haben die Abgeordneten auch noch mal darüber abgestimmt, ob auch der zweite Antrag der AfD-Fraktion zum Grenzgebiet Polen-Belarus, ob der eben jetzt auch gleich abgestimmt wird oder erst einmal in den Hauptausschuss kommt zur weiteren Beratung. Auch da haben sich die Abgeordneten wie beim ersten Antrag dafür ausgesprochen, dass dieser Antrag erst einmal im Hauptausschuss auch beraten wird. So, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Gespräche woanders zu führen, liebe SPD-Kollegen in der zweiten Reihe? Huhu, ich würde gern beginnen. Ja, dann sagen Sie es Ihren Kollegen. So, ich eröffne die Debatte, gebe das Wort für die Fraktion Die Linke, Nicole Gohlke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Linke hat heute den Antrag vorgelegt, Kita- und Schulschließungen verhindern, mehr Tempo bei Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche. Weil wir sehenden Auges auf eine erneute Bildungskatastrophe zusteuern, obwohl sie abgewendet werden könnte. Und das darf auf keinen Fall passieren. Die geschäftsführende alte Bundesregierung verschleppt das Thema wieder mal, und die designierte neue Ampelkoalition ist hier bislang untätig. Und bei allem Verständnis für die schwierige Gemengelage zu Beginn einer neuen Regierung. Aber Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich mit Lösungen Zeit zu lassen. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Familien und Schulen zu zeigen, dass alles getan wird, um Kinder und Jugendliche zu schützen und die Bildungseinrichtungen möglichst offen zu halten. Jetzt ist dieser Zeitpunkt. Es ist bereits 11:55. Wir wissen doch alle, die Kita- und Schulschließungen während der letzten 1,5 Jahre Pandemie haben die Familien an den Rand ihrer Belastungsgrenze gebracht. Die psychischen Folgen dieser eingreifenden Maßnahmen sind immens. Und umso schlimmer ist es für die Familien jetzt, am Beginn oder eigentlich schon mitten in der vierten Welle, jeden Tag erneut zu zittern, ob ihnen so ein Szenario wieder droht. Darauf braucht es jetzt dringend Antworten. Und daneben verschärft sich die soziale Spaltung. Und auch das kann man doch nicht einfach so laufen lassen. Gerade Kinder von Alleinerziehenden, von Eltern, die im Schichtdienst arbeiten oder die in beengten Wohnverhältnissen leben, die drohen jetzt noch mal weiter abgehängt zu werden, wenn wir das nicht verhindern. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass da endlich mal wirklich gegengesteuert wird. Aber Sommer und Sommer und Ferien verstreichen und die Bundesregierung tut nichts. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Familien, Kolleginnen und Kollegen. Viele Bildungseinrichtungen sind für den drohenden Corona-Winter nicht gewappnet und benötigen unverzüglich eine pandemiegerechte Ausstattung. Und es ist ja schön, dass sich hier anscheinend alle Fraktionen einig sind, dass die Bildungseinrichtungen möglichst offen gehalten werden sollen. Ja, aber warum passiert denn dann nichts? Luftfilter kommen nicht in den Schulen an. Es gibt keine Ideen für zusätzliche Räume für kleinere Lerngruppen. Nichts wurde unternommen, um endlich mehr Fachkräfte zu gewinnen. Und die Tablets und Laptops, die so essentiell sind, wenn es zu Quarantäne oder Wechselmodellen kommt. Die kommen ja wirklich nur in homöopathischen Dosen in den Schulen und Familien an. Und auch bei den Ländern ist ja keine klare Linie zu erkennen. Maske auf in Berlin, Maske runter in NRW. Nach gefühlten 100 Corona-Gipfeln gibt es immer noch keine klaren Vorgaben. Das ist völlig irre. Wir müssen jetzt
Wir müssen jetzt alles daran setzen, die junge Generation, die sich noch nicht impfen lassen kann, um jeden Preis zu schützen. Wir müssen Eltern die Sorge nehmen, dass ihre Kinder in den Bildungseinrichtungen nicht geschützt sind. Es braucht einen Plan, wie die Kitas und Schulen pandemiefest gemacht und möglichst offen gehalten werden können, und eine Perspektive, wie die sozialen und psychischen Folgen der Pandemie bewältigt werden können. Das ist jetzt der Job der Bundesregierung. Das ist der Job einer Bundesregierung, der alten übrigens ganz genauso wie der neuen. Machen Sie endlich Ihre Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Nicole Gulke. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Ulrike Bahr. Sie ist nicht nur Abgeordnete, sondern im Nicht-Bundestagsleben auch Lehrerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, wenn wir ganz und gar aufgehört haben, Kinder zu sein, dann sind wir schon tot. Das sind die Worte des deutschen Schriftstellers Michael Ende, des Autors der unendlichen Geschichte. Die Frage, wann Kinder wieder Kinder sein dürfen, beschäftigt mich und ist einer der Gründe, warum wir hier debattieren. Denn Kinder hatten in der Tat in den vergangenen 18 Monaten nur sehr wenige Möglichkeiten, Kind zu sein. Und Kinder wurden zu Hause isoliert. Kinder können nicht richtig lernen, Kinder durften nicht mehr Kind sein. Kurzum, Kinder sind seit Beginn der Pandemie, sie haben gelitten, und zwar sehr. Ursache dafür waren vor allem die Folgen der Schul- und Kitaschließungen. Aber die flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas wird zukünftig keine Option mehr sein, auch nicht bei dramatisch hohem Infektionsgeschehen. Nur dann, wenn es in einer Einrichtung ein akutes Ausbruchsgeschehen gibt, welches nicht unter Kontrolle zu bekommen ist, kann eine Schule oder eine Kita vorübergehend geschlossen werden. So sieht es der neue Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz vor. Wenn wir eines aus der Pandemie gelernt haben, dann, dass flächendeckende Schul- und Kitaschließungen nicht erste Mittel der Wahl sein können, um diese Pandemie zu besiegen. Der Preis dafür ist zu hoch. Als ehemalige Lehrerin weiß ich, wenn wir den Kindern die Schule wegnehmen, richten wir Schäden an, die nur schwer zu reparieren sind. Und es ist mittlerweile erwiesen, dass es zahllose Kinder mit psychischen Problemen gibt, die auf die Schließungen zurückzuführen sind. Unsere geschäftsführende Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht brachte es auch auf den Punkt. Schulen und Kitas müssen offen bleiben, damit psychische Belastungen, Einsamkeit, Bewegungsmangel und Lernrückstände sich nicht weiter vergrößern. Aber es sind nicht nur die Kinder, die unter Folgen der Schließungen leiden. Auch das Unverständnis der Eltern steigt. Die Kritik der Eltern wendet sich dabei nicht gegen die Corona-Maßnahmen. Sie richtet sich vielmehr dagegen, dass Kinder und Jugendliche unverhältnismäßig benachteiligt werden. Und auch Kinderärzte schlagen Alarm. Kinder sind keine Infektionstreiber. Die am Montag veröffentlichte Schulstudie der Kultusministerkonferenz wird noch konkreter. Kinder sind nicht die, die in erster Linie das Virus verbreiten, aber sie leiden eindeutig am meisten. Und wann fängt man endlich an, darauf zu hören? Inzidenzen bei Kindern und Erwachsenen werden sehr verschieden wahrgenommen. Aus drei Gründen bedarf es bei der Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen einer Erklärung. Erstens, Kinder und Jugendliche werden sehr selten schwer krank. Schon alleine aus diesem Grund hat die Inzidenz völlig andere Auswirkungen als bei Erwachsenen. Zweitens, Kinder und Jugendliche werden regelmäßig in Kitas und Schulen getestet. Es gibt in Deutschland keine Gruppe, die systematisch besser erfasst wird. Und drittens, ungeimpfte Erwachsene lehnen oftmals nicht nur die Impfung, sondern auch die Corona-Maßnahmen ab. Ein Blick zu meiner ganz rechten Seite reicht für diese Erkenntnis völlig aus. Ungeimpfte Kinder hingegen halten sich meist an die Vorgaben. Darum kann eine flächendeckende Schließung von Kitas und Schulen auch bei höheren Inzidenzen keine Option mehr sein. Es gibt nur eine Möglichkeit aus der Pandemie: Impfen, impfen, impfen. Die Erwachsenen und die Jugendlichen. Der Weg in die Normalität wird noch lang, aber wir haben selbst die Werkzeuge in der Hand, um Worst-Case-Szenarien zu unterbinden. Sie heißen mehr Tests, mehr Impfungen und endlich wieder eine konsequente Nachverfolgung von Infektionen, bis wir ein stabiles Impfniveau erreicht haben.
Der Antrag der Linkspartei zählt allerdings, Entschuldigung, der Linkswerkzeuge auf, die bereits Realität sind, von Schnelltests über medizinische Masken bis hin zu Impfangeboten für das Personal. All das ist bereits Teil des Alltags an deutschen Schulen und das mit einem sehr hohen Engagement vor Ort. Und hierzu auch der Appell, liebe LehrerInnen und liebe ErzieherInnen an den Kitas, liebe Eltern. Der Schlüssel, um Deutschlands Schulen und Kitas gut durch den Winter zu führen, liegt darin, dass sie sich alle impfen und demnächst auch boostern lassen. Nur so stellen wir wirklich sicher, dass wir nie wieder über dieses Thema streiten müssen. Das ist der beste Schutz für Kinder. Beenden wir diese unendliche Geschichte um Schließungen von Kitas und Schulen und geben wir unseren Kindern ihr Leben zurück, so haben es sie sich auch verdient. Vielen Dank. Vielen Dank, Uli Bahr. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Katrin Staffler. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Überraschend tut es mich ja nicht, dass die Linksfraktion die Zeit, die sie heute im Plenum hat, dafür nutzt, einen Antrag vorzulegen, der komplett die Verfassungswirklichkeit im Bildungsföderalismus ausblendet, und zwar konsequent. Wir kennen das, deswegen überrascht es nicht. Wir haben das jetzt 4 Jahre schon so gesehen, mindestens 4 Jahre. Ich bin einmal gespannt, was Sie machen, wenn die zukünftige linksgelbe Regierung den Bildungsföderalismus bis zur Unkenntlichkeit aufweicht oder abschafft. Da kommen Sie echt in Stress. Sie kommen da echt in Stress. Da müssen Sie sich mal was Neues überlegen. Sie haben nur noch eigene Probleme. Auch das mag stimmen. Also so viel dazu, was mich nicht wundert. Was mich hingegen schon verwundert, ist, dass gerade Sie als Linksfraktion mehr Tempo bei den Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche fordern. Weil, da muss ich jetzt an der Stelle schon noch mal nachfragen. War es nicht der Freistaat Thüringen, also geführt unter einer Linksfraktionenregierung, die die Corona-Testpflicht im September an Schulen beendet hat und das Tragen von Masken im Unterricht ab der 5. Klasse einfach wegfallen hat lassen? Also anstatt jetzt hier im Bundestag eine Scheindebatte zu führen, würde ich sagen, sollten Sie doch viel lieber mal da ansetzen, wo die Verantwortlichkeiten auch liegen. Vielleicht können Sie mal mit Ihren Parteifreunden in Thüringen sprechen, dass Sie vor Ort mehr Tempo machen, weil da sind Sie nämlich zuständig dafür, dass unsere Schulen sichere Orte sind. Und abgesehen davon sind wir uns, glaube ich, über die Parteigrenzen hinweg einig, dass die Aufrechterhaltung vom Präsenzbetrieb an den Schulen natürlich das Gebot der Stunde ist. Ich möchte an der Stelle im Übrigen auch mal eine Lanze brechen für unsere Kommunalpolitiker vor Ort. Die versuchen da vor Ort alles, wirklich alles, dass das gelingt, die Präsenz an den Schulen. Ich kenne keinen Verantwortlichen in den Gemeinden in meinem Wahlkreis, der nicht zurzeit stundenlang am Tag damit verbringt, dass sie die Lage einigermaßen im Griff behalten, sei es mit Blick auf die ausreichende Versorgung mit Testmöglichkeiten, das Organisieren von Betreuungs- und Lehrkräften, zusätzliche Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Man könnte die Liste beliebig fortführen. Das ist eine echte Mammutaufgabe für unsere Kommunen. Und deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal ein großes Dankeschön sagen an die Verantwortlichen, die da sehr umsichtig damit umgehen. Und anstatt dass man den Ländern weiterhin den notwendigen Instrumentenkasten an die Hand gibt, dass sie passgenau, dass sie effektiv auf die Pandemie reagieren können, schenken die Ampelfraktionen mit ihrem Beschluss heute die Nichtverlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Länder genau in diesen Handlungsoptionen, die wir bislang eigentlich noch hatten, noch weiter ein. Ganz konkretes Beispiel aus unserem Bereich. Ganz konkretes Beispiel aus dem Bereich, hören Sie zu, das ist durchaus frappierend. Die verfassungsrechtliche Zuständigkeit für das Luftfilterförderprogramm an den Schulen haben wir in der letzten Wahlperiode auf den Weg gebracht. Diese Zuständigkeit
für ein Programm, das sich auch großer Nachfrage erfreut, basiert einzig und allein auf der Feststellung des Vorliegens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Wenn die Feststellung, so wie es heute passiert ist, jetzt wegfällt, dann läuft das Programm zum Jahresende aus. So sieht die Realität aus. Und das mitten in einer Zeit, in der so mancher Landkreis eine Inzidenz von über 1000 aufweist. Das ist doch verrückt, was Sie da machen. Auf der einen Seite groß rumtönen, Schulschließungen wollen wir unbedingt verhindern. Und auf der anderen Seite in Kauf nehmen, dass so wichtige Förderprogramme einfach wegfallen. Als Oppositionspartei müsste ich mich eigentlich freuen, wenn der künftigen Regierung solche wirklich peinlichen handwerklichen Fehler passieren. Aber ich kann mich nicht freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Fehler zulasten unserer Kinder gehen. Die Redezeit ist zu Ende, Frau Kollegin. Jawohl. Insofern halte ich das, was da heute passiert ist, in der jetzigen Situation für absolut absurd. Ist leider ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahren unter Ihrer Regierung erwarten wird. Eine verantwortungslose Politik zulasten unserer Kinder. Schade, man könnte es besser machen. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Staffler. Kai Gehring wird als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen sprechen. Und wenn er nicht hier im Bundestag ist, dann ist er auch in den Koalitionsgesprächen aktiv. Da ist er Teil der Arbeitsgruppe für Wissenschaft, Hochschule, Forschung und Innovation, genauso wie übrigens der Redner nach ihm, Jens Brandenburg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im letzten Jahr haben Kinder und Jugendliche einen ziemlichen Zickzackkurs bei der Pandemiebekämpfung mitmachen müssen. Wir alle stehen als politisch Verantwortliche in der Pflicht, Kindern und Jugendlichen Bildung, Chancen und Teilhabe zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Gesundheit und sie haben ein Recht auf Bildung. Und dieses Recht auf Bildung hat besonders gelitten, und das ändern wir jetzt. Kinder, Jugendliche und ihre Eltern haben die Hauptlast der Schullockdowns getragen. Sie, ErzieherInnen und Lehrkräfte, sind über sich hinausgewachsen, und da können wir nur Danke sagen. Kinder und Jugendliche waren in der Pandemiekrise hochsolidarisch und müssen nun mit ansehen, wie sich manche Erwachsene rücksichtslos vergnügen, in geschlossenen Räumen Karneval feiern oder dicht gedrängt in Fußballstadien stehen. Solidarität ist in der Pandemie aber keine Einbahnstraße. Kinder und Jugendliche und ihre Förderung gehören jetzt endlich in den Mittelpunkt. Ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Darum sollen Länder und Kommunen Maskenpflicht anordnen können, Abstandsgebote verhängen, Luftfilter nachrüsten, Wechselunterricht anbieten, zur Gefahrenabwehr notfalls einzelne Klassen oder sogar auch Schulen vorübergehend schließen dürfen. Aber ein pauschaler Lockdown und flächendeckend bundesweit von jetzt auf gleich alle Bildungseinrichtungen dicht zu machen, das ist mit dem Recht auf Bildung nicht mehr vereinbar. Denn geschlossene Schulen bedeuten Bildungsverluste für Kinder und Jugendliche. Geschlossene Schulen schaden besonders Kids mit ohnehin geringen Bildungschancen. Hinzu kommen psychosoziale Belastungen. Und deswegen müssen und wollen wir Schulschließungen deutlich sorgfältiger und verhältnismäßiger angehen, als es die Vorgängerin getan hat. Wir wollen gute Bildung, aber sicher. Und das müssen wir im ganzen Land endlich besser hinkriegen. In vielen Ländern, nach sehr langem Zögern, auch vom Bund, gibt es Programme, um Klassenräume mit Luftfiltern auszustatten. Doch hochbürokratische Vorgaben blockieren, dass sie schnell vor Ort den Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Selbst Privatinitiativen helfen nicht. Bei mir im Ruhrgebiet wollten Eltern Luftfilter privat spenden und in der Schule für ihre Kids aufstellen. Das NRW-Bauministerium sagte schroff nein, denn, Zitat, es könnten Geräte gekauft werden, die nicht gut genug sind. Statt Blockaden und hochbürokratische Antragsverfahren brauchen wir mehr Agilität und mehr Pragmatismus in der Umsetzung.
Unsere Aufgaben als Bundestagsabgeordneten ist doch jetzt, die Nachlässigkeit der noch amtierenden Regierung zu korrigieren und den Ländern viel stärker unter die Arme zu greifen, damit Programme endlich fliegen und damit Programme endlich stärker ans Laufen kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, impfen, 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 das ist immer noch das beste Mittel, um die Pandemie beherrschbar zu machen. Und die Impflogistik muss jetzt deutlich schneller wieder hochgefahren werden, und zwar planmäßig und zackig für die Erst- bis zu den Drittimpfungen und in Kürze dann auch für die Impfung der unter 12-Jährigen. In meiner Kindheit waren Impfungen gegen Kinderkrankheiten ein selbstverständliches Gruppenevent in Kitas und Schulen, und diese Selbstverständlichkeit wünsche ich mir für heute zurück. Impfstoffe sind Meisterstücke der Wissenschaft, zivilisatorischer Fortschritt, und sie retten Menschenleben. Für mich ist es daher unerträglich, wenn einzelne ErzieherInnen und Lehrkräfte die Impfung verweigern und so in Kauf nehmen, die Gesundheit auch ihrer Schutzbefohlenen zu gefährden. Darum unser Appell: Lassen Sie sich endlich impfen. Der beste Schutz für noch ungeimpfte Kinder sind geimpfte Erwachsene. Und auch die Berufsverbände und Gewerkschaften bitte ich, wirken Sie auf Ihre Mitglieder stärker ein. Das Risiko, das Virus zu übertragen oder daran zu erkranken, ist durch die Impfung deutlich vermindert. Darum ist es folgerichtig, eine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen ins Auge zu fassen, in Verantwortung gegenüber Kindern und zum Selbstschutz und im Übrigen auch zur Befriedung in den einzelnen Einrichtungen. Impfen ist gelebte Solidarität, damit nicht mehr Kinder und Jugendliche die Hauptlast zu tragen haben und sie endlich alle Unterstützung bekommen beim Nachholen und Aufholen. Vielen herzlichen Dank, Karl Gehring. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Jens Brandenburg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die monatelangen und flächendeckenden Schulschließungen haben in der jungen Generation verheerende Schäden hinterlassen. Ein Drittel der jungen Schüler und Schülerinnen hat sehr starke psychische Auffälligkeiten im Schullockdown gezeigt. Sie litten oftmals unter sozialer Isolation und unter Bewegungsmangel. Viele von ihnen haben den Anschluss im Unterricht völlig verloren, hatten oftmals keinen geregelten Tagesablauf und auch keine Motivation, überhaupt noch zu lernen. Ob und inwiefern Unterricht überhaupt stattgefunden hat, hing sehr stark von der jeweiligen Schule, der Lehrkraft und auch dem Elternhaus ab. Denn nicht jeder hat zu Hause ein eigenes Zimmer, in das man sich zum Lernen zurückziehen kann, die nötige technische Ausstattung für digitalen Unterricht oder auch ein soziales Umfeld, das jeden Morgen aufs Neue zum Lernen motiviert. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung, und der Staat hat eine Pflicht zu unterrichten. Dieser Pflicht ist der deutsche Staat in den letzten Monaten nicht ausreichend gerecht geworden. Und deshalb ist es richtig, dass die drei Fraktionen der Ampelparteien heute Vormittag das Instrument der epidemischen Lage nationaler Tragweite ersetzt haben. Denn auch in Pandemiezeiten darf es nie wieder zu einer flächendeckenden Schulschließung kommen. Gemeinsam mit SPD und Grünen haben wir Freie Demokraten heute ein neues Kapitel der Pandemiepolitik eröffnet. Denn über die Hälfte der Intensivbetten sind momentan mit Menschen älter als 70 Jahre belegt. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen auf den Intensivstationen ist sehr, sehr gering. Sie können sich zwar infizieren, haben aber in aller Regel sehr milde Verläufe. Die eigentlichen Risikogruppen sind also Menschen mit Vorerkrankungen und insbesondere die ältere Generation. Und trotzdem hat die bisherige Regierung insbesondere die Jugend in die soziale Isolation geschickt. Bis heute wird doch an den Schulen sehr viel engmaschiger auf Corona getestet als in den Alten- und Pflegeheimen, also dort im direkten Umfeld derjenigen, die am meisten von Corona bedroht sind. Und das werden wir ändern. Die Zeithaften der schmerzhaften Placebo-Politik, die sind vorbei. Wir setzen auf wirksame Maßnahmen in der Ampel, die die Älteren schützen und die Jungen nicht alleine lassen. Und natürlich können auch Kinder und Jugendliche das Virus weitergeben, keine Frage. Was ist also zu tun, um Infektionsketten auch an den Schulen besser zu durchbrechen?
Das Programm, wir haben es FDP-seitig in den letzten Jahren immer wieder gefordert, mobile Luftfilter, haben Sie seitens der Unionsfraktion so lange verschleppt, dass die Kommunen jetzt aktuell mit massiven Lieferengpässen zu kämpfen haben. Jetzt hilft nur noch Testen, Testen, Testen. Und mit der Gesetzesnovelle von heute Vormittag haben die Länder alle Möglichkeiten zur Hand, weitere Auflagen für einen pandemiegerechten Unterricht zu beschließen. Die Impfquote ist erfreulicherweise bei den Lehrkräften, auch bei Erziehern und Erzieherinnen, mit etwa 90% bereits sehr hoch. Nicht aber bei den Jugendlichen ab 12 Jahren, für die es ja auch seitens der STIKO eine offizielle Impfempfehlung gibt. Da liegt sie bundesweit bei etwa 45%. Da ist viel Luft nach oben. Und das Musterland Schleswig-Holstein zeigt, wie das gelingen kann. Setzen wir also bundesweit auf niedrigschwellige Impfangebote für Jugendliche, auch an den Schulen. Und Schulen sind ja in dieser Pandemie nicht der Infektionstreiber. Im Gegenteil, mit den regelmäßigen Tests tragen sie ganz wesentlich zur frühzeitigen Erkennung von Infektionsketten bei. Die junge Generation, die darf jetzt nicht erneut zum Opfer, zum Leidtragenden einer falschen Pandemiepolitik werden. Und deshalb haben wir gemeinsam mit SPD und Grünen seitens der Freien Demokraten diesen Politikwechsel eingeleitet in der Pandemiepolitik. Ein Wechsel, der endlich das Recht auf Bildung achtet, die psychische Gesundheit junger Menschen genauso ernst nimmt wie ihre körperliche Gesundheit und die Risikogruppen, insbesondere die ältere Generation, endlich wirksam schützt. Sie haben das seitens der Unionsfraktion in den letzten Monaten versäumt. Wir werden das gemeinsam ändern. Und deshalb ist heute ein guter Schritt zur Bewältigung dieser Pandemie und ein starkes Signal an die junge Generation. Vielen Dank, Dr. Jens Brandenburg. Nächster Redner in der Debatte über die Vermeidung von Schulschließungen aufgrund der FDP, aufgrund der Corona-Pandemie, pardon, Nächster ist nun Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also ich muss schon sagen, ich bin etwas überrascht, wie viele meiner Vorredner heute hier von diesem Pult medizinische Empfehlungen abgegeben haben. Also ich habe zwar auch studiert, ich weiß nicht, was wir studiert haben, aber von den meisten weiß ich, dass Sie zumindest nicht Medizin studiert haben, Herr Gehring, Sie nicht, Herr Brandenburg, Sie auch nicht. Also da wäre ich doch ein bisschen zurückhaltender mit solchen Empfehlungen, nicht, dass Sie dann noch Schwierigkeiten bekommen. Meine Damen und Herren, der Antrag der Linken, um den geht es ja heute hier, als ich den gesehen habe, da dachte ich, das klingt ja sehr gut. Kita- und Schulschließungen verhindern, genau das wollen wir auch. Lesen wir doch mal, was da drin steht. Und es ging ja auch richtig los. Da beschreiben Sie die Konsequenzen der Maßnahmen, nicht der Pandemie und des Virus, sondern, das haben ja auch alle Redner heute eingeräumt, Schülerinnen und Schüler, die Kinder haben vor allen Dingen gelitten unter den Konsequenzen der Maßnahmen, die Sie miteinander hier eingeführt haben und an denen Sie viel zu lange festgehalten haben. Ihre Lernkurve ist so flach. Das kann man doch alles viel eher verstehen. Wir waren die erste Fraktion, die gesagt hat, wir müssen die Schulen vorsorglich schließen, aber nur für einen kurzen Zeitraum, weil wir wussten nicht, wie gefährlich dieses Virus sein könnte für Kinder und Jugendliche. Die anderen Länder um uns herum hatten schon alle die Schulen geschlossen. Sie haben geschlafen und sie haben dann überreagiert. Und wir waren natürlich auch die erste Fraktion, die gesehen hat, für Kinder und Jugendliche ist dieses Virus gar nicht besonders gefährlich. Deshalb haben wir gefordert, die Schulen wieder aufzumachen, weil wir erkannt haben, was sie mit ihren Maßnahmen anrichten. Und wenigstens haben sie das heute eingeräumt. Sie sollten sich bei den Schülern und Kindern entschuldigen für das, was sie ihnen angetan haben. Meine Damen und Herren, wie gesagt, Kinder sind nicht oder nur zum Glück nur selten Opfer des Virus, aber sie sind Opfer ihrer Maßnahmen geworden. Und dieser Antrag der Linken, der räumt ja die Schulschließung weiter ein als Option. Sie wollen sie ja gar nicht ausräumen. Insofern, meine Damen und Herren, ist auch dieser Antrag letztlich bei genauer Betrachtung nur eine Mogelpackung. Er bringt uns nicht weiter. Meine Damen und Herren, es stellt sich natürlich auch, und auch das wurde schon angesprochen, die Frage der Zuständigkeit. Vieles, was Sie beschreiben, gehört ja in den Bereich der Länder. Nun haben wir schon in der letzten Legislaturperiode gesehen, dass sich hier eine neue Allianz gebildet hat zur Schleifung der föderalen Strukturen unseres Grundgesetzes. Demnach gehört ja Bildung wie Kultur eindeutig in den Länderbereich. Das wollten Sie abschaffen. Am Ende ist sogar die CDU hier halbwegs umgekippt. Der Kollege Schipanski hat in der Richtung argumentiert. Ich hoffe, dass die CDU jetzt in der Opposition gemeinsam mit uns wieder auf den Pfad der Tugend zurückfindet. Ich sage, treten Sie mit uns gemeinsam für das Grundgesetz ein. Stellen Sie sich vor den Föderalismus.
Und hören Sie auf, gemeinsam mit den rot-gelb-gelb-grünen Bildungssozialisten die Strukturen unserer Verfassung ins Wanken zu bringen. Der Föderalismus hat sich bewährt. Wir sollten ihn beibehalten und einem Zentralismus, wie wir ihn hier aus der DDR vielleicht noch kennen, den brauchen wir nicht, meine Damen und Herren. Danke schön, Dr. Frömming. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Jessica Rosenthal von der SPD-Fraktion. Ihnen. Und jetzt freuen wir uns, ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, Sie sich auch, auf die erste Rede der Kollegin Jessica Rosenthal für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde jetzt mehrfach deutlich gesagt, diese Pandemie hat nicht nur Menschenleben gekostet, sondern sie hat Chancen gekostet. Und ich kann Ihnen sagen, als eine Lehrerin, die in der Pandemie unterrichtet hat, ich habe diese Chancen durch meine Fingerinnen sehen. Ich saß im Online-Unterricht und auf der anderen Seite saß ein Inklusionskind. Die Mutter, der deutschen Sprache nicht mächtig, hat alles gegeben, um diesem Kind zu helfen. Ich habe es 5-mal probiert. Diese Hilflosigkeit, die ich selber gespürt habe, werde ich niemals vergessen. Und ich glaube, sie zeigt sehr deutlich, was die Kolleginnen und Kollegen, die in den Schulen stehen und das versucht haben, was die Erzieherinnen, was alle in den Bildungseinrichtungen jeden Tag geleistet haben und jeden Tag leisten. Und ich finde, es ist Zeit zu sagen Dankeschön, immer wieder zu sagen Dankeschön, dass ihr so euch reingehangen habt. Ich möchte aber auch eine Gruppe nicht vergessen, die sich genauso reingehangen hat. Und das hat ja das Beispiel gezeigt. Auch die Eltern haben alles gegeben. Und ja, vor allem auch die Mütter, die in dieser Doppelbelastung so viel gestemmt haben. Und das war am Ende keine Selbstverständlichkeit. Das will ich mal so klar sagen. Es war aufopferungsvoll und es gebührt diesem Engagement unser tiefster Respekt. Und ich will klar sagen, meine Erfahrungen sind hier keine subjektiven Eindrücke, sondern meine Erfahrungen sind evident und sind die Erfahrungen all meiner Kolleginnen und Kollegen. Wenn sich die Lernzeit halbiert hat, wenn 90% meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, die soziale Ungerechtigkeit hat sich verstärkt, dann muss man doch sagen, das zeigt sich hier. Und wen wundert es am Ende auch? Wenn sich 2 bis 3 Geschwister ein Zimmer teilen, dann kann man nicht vernünftig lernen. Und deshalb sage ich auch klar, wer Deutschland zum Chancenland machen will, der muss auch die Wohnungskrise bekämpfen. Der muss auch dafür sorgen, dass Bildungsdurchlässigkeit da ist, dass vernünftige Ausstattung da ist. Aber ich sage auch, dieses Haus hat natürlich auch eine ganz konkrete Verantwortung in dieser Pandemie. Und wir müssen Kindern und jungen Menschen Antworten geben darauf, wie ihr Recht auf Bildung gewahrt werden kann. Und deshalb ist das Infektionsschutzgesetz, der Kollege hat es gerade noch mal dargestellt, genau der richtige Schritt gewesen. Und ich sage Ihnen mal ganz klar, wie perfide Sie ausgerechnet das Wohl von Kindern und Jugendlichen hier vorschützen, um ihre wirklich menschenverachtenden und extrem kritischen Lügen zu rechtfertigen. Das muss ich einfach sagen. Das wird jungen Menschen sowas von überhaupt nicht gerecht. Wir müssen einfach klar sagen, das Einzige, was diese Kinder schützt, das ist, dass wir uns alle impfen lassen. Also stehen Sie endlich dazu. Wir müssen uns impfen lassen. Und genau das stellt das Recht auf Bildung für die Kinder sicher. Und ich finde es so deshalb auch richtig, dass wir jetzt sagen, keine flächendeckenden Schulschließungen. Und ja, ich sage auch, es ist richtig, dass wir vor allem die Betriebe auch in die Pflicht nehmen, dass wir jetzt sagen, es muss 3G gelten in den Betrieben. Wir brauchen eine Homeoffice-Pflicht, denn zuerst müssen wir dafür sorgen, dass in den Betrieben gegen die vierte Welle angekämpft wird. Und wir müssen gerade darüber auch sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden. Also von daher sind wir in der Sache an der Stelle, glaube ich, zusammen. Wir haben die Maßnahmen schon beschlossen, und jetzt gilt es, das Recht auf Bildung sicherzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jessica Rosenthal. Damit kommen wir zum letzten Redner in dieser Debatte. Das ist Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Hier in dieser Debatte, wie Schulschließungen und Kitaschließungen vermieden werden können.
Hintergrund ist ein Antrag der Linksfraktion Kollegen hier im Deutschen Bundestag. Beispiel daran nehmen. So. Letzter Redner in dieser Debatte, aber so wie es aussieht, auch in der Debatte heute, Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns fast alle einig, impfen, 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 Schulen nicht schließen, die Bildungschancen unserer Kinder halten, ist ein Ziel, das wir alle gemeinsam verfolgen. Das ist völlig logisch. Und insofern war ich am Dienstag, als ich die Information bekam, hier soll eine solche Debatte aufgesetzt werden, ganz gespannt, weil ich gedacht habe, wow, da wird jetzt wahrscheinlich ein Bombeneinfall drinstehen, den wir alle noch überhaupt nicht bedacht haben, der jetzt genau in dieser Zeit parlamentarischer Arbeit uns alle wie so eine Art Erweckungsmoment bringen wird. Jedoch, als das Ding am Mittwoch auf dem Tisch lag, hatte ich eine gewisse Ernüchterung. Die Analyse, fraglos korrekte Situation, mündet in drei Forderungen, die da beginnen. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, und jetzt kommt's, gemeinsam mit den Ländern. Und das zeigt wieder mal einen Fehlansatz linker Bildungspolitik. Da, wo sie etwas ändern können, wo sie etwas ändern wollen, können sie es nicht. Und da, wo sie es können, wollen sie es nicht. Das hat schon meine Kollegin Frau Thiemann letzte Legislatur in vielen Debatten schier zur Verzweiflung gebracht. Und deswegen ein kleiner Merksatz. Schulen liegen in der Verantwortung der Länder. Punkt. Das ist nun mal so. Das können wir hier auch nicht ändern. Jetzt sollten Sie aber mal zum Hörtest gehen. Da war was. Und dann nützt es auch nicht, sich hinzustellen, wie Sie es jetzt gerade tun, Frau Gohlke, und wie ein Struwwelpeter zu sagen, ich will das aber, und die Menschen interessiert das alles gar nicht mehr. An dieser Stelle bedeutet es letzten Endes, den Realitäten ins Auge zu schauen. Und dann ist es nämlich unsere Aufgabe hier von Seiten des Bundes, Vorschläge, Angebote und Unterstützungen für die Länder auf den Weg zu bringen. Und da haben wir Mannigfaltiges in der letzten Legislatur gebracht. Angefangen von den sehr intensiven Gesprächen über gepoolte Gurgeltests, die im Ausland sich als sehr positiv erwiesen haben und auf diese Art und Weise Schulschließungen verhindern könnten, haben wir dieses entsprechend angeboten. Auch Pool-PCR-Tests auf Lolli-Test-Basis sind letzten Endes von den beiden Ministerien in den Ländern angeboten. Und ein Land wie Nordrhein-Westfalen unter Laschet und Wüst haben dieses entsprechend auch flächendeckend zur Anwendung gebracht. Andere Länder winkten ab. So, und insofern wieder der kleine Merksatz, Schulen liegen in der Verantwortung der Länder. Punkt. Und was wir auch getan haben und was aus meiner Sicht sehr weit ging, war eine S3-Leitlinie des AWMF zur Maßnahmen von Prävention und Kontrolle der Übertragung an Schulen. Das war eine große Broschüre, in der wir alle Maßnahmen aufgelistet haben, die an Schulen notwendig und machbar sind, aufgesortiert bzw. klassifiziert nach ihren Effekten etc. etc. als Grundlage. Also die Länder hatten alle Möglichkeiten, hier aus diesem Katalog gleich einen Speiseplan auszusuchen, was sie für richtig halten. Also insofern genau das ist aus meiner Sicht die Aufgabe des Bundes jenseits einer Koordinierung. Aber sich vorzustellen, wie in Ihrem Antrag, wir sagen einfach, jetzt gehen wir in die Länder und machen das mal so, ist einfach an Föderalismus vorbeigedacht. Insofern ende ich mit dem Merksatz, Sie ahnen es und ich hoffe als Bildungspolitiker auf Effekt, Schulen liegen in der Verantwortung der Länder. Punkt. Und noch mal zu Ihren Problemen. Wenn Sie etwas ändern wollen, können Sie es nicht. Und wenn Sie es können, wollen Sie es nicht. Und damit wären wir in Thüringen. Hier hat ein Minister an dieser Stelle Möglichkeiten gehabt, alles möglich zu machen. Und er verantwortet Lehrermangel und schleppende Umsetzung in der Digitalisierung. Also bitte sortieren Sie das korrekt. Unsere Aufgabe ist an dieser Stelle klar auf Seiten des Bundes. Und dann wird auch so ein Antrag nicht mehr notwendig sein. Vielen Dank, Herr Kollege Albani. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zum Antrag, und die Debatte über die Vermeidung von Schulschließungen ist damit hier beendet. Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, hat es ja angekündigt. Das hier war nicht nur der letzte Redner in dieser Debatte, sondern auch für den heutigen Tag.